Weidehund und Katz, so könnte der Titel meiner heutigen Stadtstreicherfolge lauten. Ich habe einen Kater zu Hause und er einen Hund. Und miteinander vertragen wir zwei uns eigentlich wesentlich besser als Hund und Katz. Und das ist er, darf ich vorstellen, Willi, ein echter Otterkringer. Und mit ihm gemeinsam werde ich jetzt einen Teil dieses 16. Bezirks erkunden. Wie war das so mit der Gleichberechtigung in Wien? Früher, wenn man sich ja dieses Häuschen so betrachtet, der Zweck des Häuschens scheint klar, aber wie wäre es mit den Damen? Die durften hier offensichtlich nicht hinein, denn für ihre Möglichkeiten fehlt hier die Möglichkeit. Zu finden im 16. Bezirk in Otterkring. Ein echtes, altes, rares Stück. Ach ja, ich sollte vielleicht noch dazu sagen, wo man dieses Relikt erblickt. Und wer diese Gasse nicht kennt, vielleicht geht es mit dieser leichter. Ja, mein guter alter Bekannter Willi ist einer von der gemütlichen Sorte. Und das leitet hier perfekt über. Gleich neben dieser Bedürfnisanstalt befindet sich diese Säule mit Dach, also auch mit Regenschutz. Und es ist die Katharinenruhe. Noch ganz gut erhalten, diese Dame, diese Marie. Seit dem Jahr 1740, oder was bitte, ist die Zehner Marie, Willi? Ein Heuriger, ein Uraltheuriger. Kleine Anekdote aus meinem früheren Leben. Meine erste Frau haben wir zusammengelegt, ist sie ausgegangen, geldmäßig. Kümmelbraten, 2,8 und 3 Zigaretten. Wir waren glücklich. Ja, es war einfach. Und praktisch gegenüber von der Zehnermarie nur durch die Otterkringer Straße getrennt, die hier eine ganz, ganz wilde Wendung nimmt, und zu dieser Wendung werden wir später noch kommen, steht die Alt-Otterkringer Pfarrkirche. Und Willi weiß natürlich als alteingesessener Otterkringer, warum diese Otterkringer Straße nicht gerade geht. Ja, weil sie nämlich dem Otterkringer Bach gefolgt sind. Er geht unterhalb, also er fließt unterhalb der Otterkringer Straße. Darum diese Slalomgasse, Straße. Somit verabschieden wir uns von der Zehner Marie in ihrer ganzen Pracht auf diesen Bildern und suchen uns das nächste Ziel im 16. Hieb. Ja, gehen wir schauen. Das spielt sie im Moment leider Gottes nicht. Denn die Bühne hat Corona-bedingt geschlossen. Und was wäre ein Besuch beim Chauner gewesen ohne das Pavlatschen-Buffet mit der Knackwurst und einer Semmel und einem Otterkringerblech? Also Otterkringerblech ist natürlich angesichts dieser Überschrift hier eine eigene Frage. Kleiner Einschub zum Thema Stegreif. Woher stammt denn dieser Ausdruck aus dem Stegreif Rede? Nun, an meiner Gewandung leicht erkennbar, nicht von heute, sondern aus dem Mittelalter. Wenn ein Minnesänger in den Hof einer Burg einritt, die meisten Minnesänger konnten und durften ja reiten, dann begann er meistens, wenn das Burggesinde und die Burgherren zusammenliefen, sofort eines seiner Lieder vorzutragen. In dem Moment saß er noch im Sattel, richtete sich dabei auf und stand somit in den Steigbügel. Und ein altes Wort für Steigbügel ist Stegreif. Und jetzt ist das Otterkringer Blech tatsächlich berechtigt. Aber die gute Frage, was ist ein Otterkringer Blech? Otterkringer Blech,
hört sich gut an, ist aber eine falsche Formulierung, weil es heißt 16er Blech. Bezug auf die Dose. Und natürlich 16er, weil es im 16. Bezirk erzeugt wird. Das passt natürlich perfekt, das 16er Blech gibt es erst ab 16 Jahren. Und sollte mal ein Otterkringer Bierkutscher in motorisierter Form auch ein bisschen zu viel Otterkringer Blech oder 16er Blech Intus gehabt haben und vielleicht auch zu viel davon auf der Ladefläche, dann hätte ihm etwa was passieren können, Willi. Dann hätten ihn eventuell die Beamten von Bachzimmer Otterkring hierher geleitet und abgewogen. Gewichtsmäßig oder promillemäßig. Beides war teuer. Also auf dieser Waage, die wir vorher im Bild gesehen haben. Ja. Das Gebäude, das wir jetzt sehen, war früher eine Molkerei. Natürlich nicht in diesem Zustand, aber bekannt für mich, Sonntagvormittag, mit Milchkanderl frische Milch geholt. Die Hälfte ausgesoffen und mit Wasser gestreckt. Gut war's. Kleiner Nachtrag zur Milch. Richtig kuhfrisch. Quasi vom Stall direkt gezapft. Ja, von der Erzeugerin her. Selber gezapft oder von der Kuhtutenmasseuse? Er hat Speck. Und das hat man auch nicht hineingehen dürfen, weil man zuschauen können, wie die Milch geflossen ist. Achtung, spielende Kinder! Straßenverkehr könnte für solche eine Gefahr darstellen, oder? Aber wahrscheinlich nicht durch dieses langsam dahin tuckernde Lieferfahrzeug. Wie in vielen Gegenden Wiens finden sich natürlich auch in Otterkring an den Gemeindebauten immer wieder so richtig schöne Kunstwerke. Diese Statue befindet sich in der Maroltinger Gasse und wie man unten am Sockel erkennen kann, hat hier der Künstler sogar signiert. Weniger mit Kunst als vielmehr eher mit Rätsel oder auch vielleicht Buchstabenspielerei hat diese Fassadengestaltung gegenüber der Statue in der Maroltinger Straße zu tun. Ich kann euch die Auflösung auch liefern. Es sind einfach die Buchstaben des Wortes Signal in verschiedener Reihenfolge angeordnet. Viel Spaß beim Lesen! Manches Mal macht es einem das grüne Wien, und zwar in dem Fall nicht die Politik, sondern dieser Baumwipfel, gar nicht so leicht, die Dinge im Hintergrund ins Bild zu bekommen, wie dieses Mosaik in der Wiesberggasse, das überraschenderweise keinem Wiener, sondern einem Steirer gewidmet ist. Einer der größeren Gemeindebauten im 16. Bezirk ist der Fleminghof und er hat einiges an hübschen Mosaiken aufzuwarten. Hier ein sehr sportliches. Ein sehr freizeitvergnügliches. Und hier eines, das dem Namensgeber des Gemeindebaus gewidmet ist. Alexander Fleming, dem Entdecker des Penicillins. Und zu guter Letzt eines, das jenem bewussten Alexander Fleming möglicherweise gerade bei der Arbeit zeigt. Dieses Bild entdeckte ich an der Lorenz-Mandl-Gasse 36 und jenes am Stillfriedplatz Ecke Rossecker Gasse. Und wer würde in diesem Geschäft nicht gerne einkaufen gehen? Zum Bild links von mir ein paar Erklärungen. Weniger das Bild, sondern eher die Inschrift vor den Linienwellen. Ist interessant. Was ist nun ein Linienwall oder was war er?
Der Linnenwall wurde am Beginn des 18. Jahrhunderts zum Schutz gegen Feinde vor die heutigen Innenbezirke und damaligen Vorstädte der Wiener Stadt gezogen. Denn der erste Bezirk, die innere Stadt, war durch die Stadtmauer geschützt. Aber die immer näher zusammenwachsenden Vorstädte brauchten auch Schutz. Daher also der Linienwall. Ein Ottergring draust in einem uralten Haus. Da liegt ganz allein und verlassen. Wer kennt das Lied nicht? Viele Wiener kennen es doch noch. Und irgendwann kommt es dann dazu. Herrgott, da steh du nur allein. Du warst mein einziger Trost. Und wir stehen jetzt vor dem heurigen Herrgott aus Stahr. Und wie man es hier lesen kann, Karl Hodiner hat hier die Inspiration zu seinem Lied gewonnen. Ja, und beim Herrgott aus Stahr endet mein erster Stadtspaziergang im 16. Bezirk mit meinem guten Bekannten Willi. Macht euch auf eine Fortsetzung gefasst, allerdings mit einem anderen guten Freund von mir. Aber das ist eine andere Geschichte.